Gerne, gerne. Also, wenn du jetzt hier gerade über das Kaufen vom FTX Global sprichst, also mir ist natürlich bewusst, dass das ein teures Add-on ist. Es kostet, glaube ich, um die 70 Euro, also 99 australische Dollar. Ist auch ein riesen Download mit 4,1 Gigabyte. Aber ich muss euch sagen, also wenn ihr, ich glaube, man kann wirklich pauschal sagen, wenn sich jemand, also ich glaube, bevor ich mir irgendwas anderes kaufen würde, irgendwie ein, sagen wir mal, ein Austria Professional, das ja auch schon uralt ist, oder ein Switzerland Professional, dann investiere ich lieber die 70 Euro in FTX Global und habe dafür auf der ganzen Welt einfach eine deutlich bessere Szeneriedarstellung und muss nicht immer 30, 40 Euro für ein kleines Add-on ausgeben und auch im Hinblick darauf, ich meine, Orbix ist ja eine etablierte Firma, da werden sicherlich auch in nächster Zeit noch ein paar Add-ons rauskommen, wahrscheinlich auch in Europa. Und also wenn man Schottland, England und natürlich den Nordwesten von der USA von Orbix kennt, dann weiß man, dass wenn die eine handgemachte Region machen, dass das dann nochmal so das Tüpfelchen auf dem I ist. Also ich kann euch das Add-on wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und es macht euren FSX wirklich nochmal zu was komplett Neuem, muss man wirklich sagen. So, jetzt kommen wir hier rein. Mal gucken. Landescheinwerfer sehen wir da unten schon. Ja, die Landerei. Schafft das irgendwie hier nicht zu zentrieren? So. Naja. Bisschen besser war's. So. Die Rudder Pedals habe ich auch, ja. Und auch die sind noch relativ neu für mich. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich Bremen als Add-on installiert. Ja, habe ich. Und geht jetzt hier die Framerate ein bisschen runter. So. Ja, waren. Kurzer Livestream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich muss jetzt leider weg. Werde aber, denke ich, später nochmal online sein. Vielleicht sogar mit einem kurzen Flug. Dann vermutlich wieder bei Tageslicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu FTX Global habt, dann kann ich euch die gerne im nächsten Livestream beantworten. Oder ihr postet es mir auf die Facebook-Seite oder in den YouTube-Channel, was auch immer.
Und wie gesagt, also ich hoffe, ich habe später nochmal Zeit, zum euch mehr davon zu zeigen. Hat mich jetzt gefreut, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, Happy Landings!